So, da bin ich bei einer weiteren Aufnahme Minecraft Hunger Games. Ja, und ich will was zeigen. Radiogummi. Ui. Ah, ich find's richtig witzig. Okay, ja, jetzt zur Sache kommen. Eins und los geht's. Ein perfekt gelungener Start. Mit einer Goldhose, die wir nicht bekommen haben, weil wir einfach zu dumm sind. Enderpearl. Fahr. Naja, gut. Also, es ist, könnte besser sein, sag ich jetzt mal. Okay. Wir spielen wieder mit den Shadern und wir haben ein Schwert. Das ist schon mal sehr gut. Können wir uns nächstes Mal verteidigen. Mit drei Helmen. Aber hoffentlich haben wir jetzt wieder nicht so einen Bögenfetisch oder einen Helmfetisch. Oh, bitte nicht. Naja, wird schon nichts passieren. So, Grace Period has ended. Oh nein. Das sind schon welche. Die sollen hier bloß nicht reinkommen. Gut, ich denke, die kommen hier nicht rein. So. Druckplatten ausweichen. Nie auf Druckplatten treten. Trick 17. Oder was sagt man dazu? Ja, doch, Trick 17, oder? Das sieht geil aus, die Map. Die gefällt mir auch. Und ja, was ich noch sagen möchte. Lol. Wie soll ich denn da rankommen? Das ist ein Schalter. Uff, Diamond Sword, wir sind noch zu dritt. Alter. Was soll das? Was soll das? Finde ich nicht gut. Ich brauche ein besseres Schwert, auf jeden Fall eine bessere Rüstung vor allem. Naja, was ich auf jeden Fall sagen wollte ist, ihr seid doch genial, ey Leute. 10 Likes auf dem Hunger Games Videos, also Part 37 oder so, ich weiß nicht mehr genau, welcher Part es war. 10 Likes und 0 Dislikes. Vor allem 0 Dislikes. Finde ich richtig cool. Ja, als ich das gesehen habe schon mal, also schon auf morgen darauf, ich habe das ja um 0.30 Uhr hochgeladen oder so. Und schon als ich morgens geguckt habe, waren schon 6 Likes drauf, glaube ich. Und dann einen Tag darauf schon 10 Likes. Ey, das ist doch geil, Freunde. Ich habe mir auch überlegt, woran das denn liegen könnte. Ich habe voll Hunger, scheiße. Ich habe mir auch überlegt, woran das liegen könnte. Vielleicht waren es die Themen, die ich angesprochen habe. Vielleicht war es die Map. Ich glaube eher, das war das Thema, was ich angesprochen habe. Und zwar, was aus Hunger Games geworden ist. Also, dass es so geworden ist, wie es heute ist. Ja, da habe ich einfach das Gefühl, dass das deswegen die 10 Likes verdient hat. Und ja, auf jeden Fall fand ich das richtig geil, Freunde. Und ich hoffe, ihr macht weiter so. Es ist richtig cool. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr macht weiter so mit den Likes. Und mit den... Ja, mit den Views-Zahlen, dass ihr fleißig meine Videos schaut. So, da hinten haben wir noch eine Truhe. Willst du etwas essen? Das ist doch schon mal gut. So, und das Lied... Möchte ich nicht hören. Möchte ich überhaupt nicht hören. So in dem Haus waren wir und Diamond Sword, oh mein Gott. Ja, was ich auch mal ansprechen wollte ist. Alter, sieht episch aus. Sieht richtig mächtig aus mit den Lianen da. Ich würde gerne mal, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob sich denn lohnen würde, für mein Texture Pack ein Minecraft Forum Eintrag zu machen. Also, ob sich das lohnen würde. Ich meine, das Texture Pack ist jetzt noch nicht so arg weit und ja, ich werde alle Bugs fixen, bevor ich es öffentlich stelle. Ich habe ja schon ein paar Anfragen bekommen. Ich glaube, 2 Leute haben jetzt schon mein Texture Pack. Da drüben ist der Diamond Sword, da fühle ich mich noch nicht bereit dafür. Bogen? Nein. Und ja, können wir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, ob sich sowas lohnen würde. Ich selber sage nein, weil es halt noch ziemlich unvollständig ist und sich, glaube ich, noch nicht lohnen würde. Aber ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so denkt. Würde mich echt mal interessieren, weil, also ich meine, ja, vielleicht... Nee, ich meine eigentlich nicht, dass sich das schon lohnen würde, weil ich meine, die ganzen Waffen und Ausrüstung habe ich noch gar keine, haben noch gar keine Texturen. Und ja, deswegen meine ich, dass sich das noch nicht lohnen würde. Was ist das denn? Ist das Erde? Ja.
Ich sehe es selber kaum. Und Sky 50 FPS, das ist richtig cool. Oh fuck, ich habe mich vergessen auf beschäftigt zu stellen. Merke ich gerade jemand online gekommen. Oh, das sieht auch nice aus hier. Mhm. Die ganzen Netherwick. Ist auch mal was anderes, ne? So irgend so ein Teil der Map voll mit Netherwick zu machen. Wäre halt noch besser gewesen, wenn hier auch noch was Gescheites hingebaut wäre. Was? Was laber ich? Wenn da noch was Gescheites hingebaut worden wären, haben, tun. Keine Ahnung. Okay. Ja, ihr wisst ja, denke ich mal, was ich... LOL! Ihr wisst ja, denke ich mal, was ich meine. Okay. Ich sneake mal. Ich glaube, ich bin noch der Einzige, der noch lebt. Mit dem anderen Diamond Sword Typen. Ach du Scheiße, ich brauche auch so ein Diamantschwert. Alter, der Turm sieht mal geil aus. Also der sieht mal richtig cool aus. Nicht schlecht. Level 7. Knockback. Könnte uns vom Vorteil sein. Protection. Aqua Affinity. Super. Protection. So. Goldschuhe. Oh, Verzauberung. Wir können jede Verzauberung brauchen. Ja. Ist das Protection? Jawohl. Okay, Protection haben wir schon mal überall drauf. Das ist gut. Dann gucke ich mal weiter. Ich weiß, es ist gerade echt ziemlich wenig Action. Aber... das war es im letzten Part auch. Ich denke mal, es ist jetzt nicht so... noch ein Schwert. Am Wasserfall. Da möchte ich auch gerne mal hin. Meine Nase juckt. So. Habe ich da nicht gerade der Truhe gesehen? Nein. Okay. Da gerade die Musik geleckt. Auch nice. So, was gibt's denn hier drinnen? Sieht auch geil aus hier. Lol. Die sind alle zu, ne? Auch mal nice. Das ist auch mal nicht schlecht, ey. Das gefällt mir. Lol, wie viele sind denn da offen? Lol, was ist denn da alles drin? Leck mich am Arsch. Da. Scheiße. Die sind alle nicht ausgeräumt. Leck mich fett. Wir sind OP. Bereit für den Kampf. Würde ich mal so meinen. So. Rüstung haben wir gut. Vielleicht kommen wir doch gegen den Dia-Typen an. Bogen. Macht das Schalter. Alter, was ist das hier für ein Lager? Das brauche ich alles gar nicht mehr. Muss ja bloß mal aufpassen, dass niemand kommt, ne? Das ist alles Müll, das brauche ich gerade gar nicht mehr. Lol. Mach mal Eisenschwert. Okay, noch so ein Helm. Jetzt sind wir OP. Auf einem Schlag sind... lol. Sind wir OP, das ist aber nicht wahr. Macht zwar nur einen halben Rüstungspunkt aus, aber hallo. Da haben wir noch nicht rein. Okay, das ist nichts mehr. Das ist auch nichts mehr. Alter, leg mich am Arsch. Echt bloß aufpassen, dass niemand kommt. Soll ich den Part denn nennen? Truhenreich oder wie? Pfeile.
Immer Pfeile. Alter Vater. Ich frag mich, was die ganzen Schalter machen. Das ist echt krass hier. Krass. Wow. Also ich bin gerade völlig sprachlos, was da alles für Zeug rumliegt. Jetzt die Tür, das ist die Tür. Ja gut, ich würde sagen, wir sind bereit für den Kampf. Ich rüste jetzt noch die Sachen aus, die ich brauche, wie Essen. Pfeile haben wir genug. Dann würde ich jetzt gerne noch eigentlich zu dem Enchantment Table gehen. Um dort meine Sachen zu verzaubern. Das würde ich noch gerne machen. Das war in Richtung links, glaube ich. Alter, was war da denn alles? Boah, das waren ja tausende von Kisten, übertrieben gesagt jetzt. Da ist der Turm. So, mal schön unsere Sachen verzaubern und dann geht's ab. Dann kann der was erleben. Der Typ. Jetzt auf unserem Eisenschwert Sharpness 1 raufkriegen, also dann ist es ja genauso gut wie ein Diamantschwert. Ich werde jetzt hier hintergehen, damit ich hier ein bisschen geschützt bin, falls er hier hochkommt. So, Sharpness 1, das ist schon mal sehr gut. Okay. Protection 1, sehr gut. Projektil Protection nicht gut. Protection 1, sehr gut. Protection 1, Protection 1 und Diamond Hound. Wir haben noch zum Glück noch ein paar Erfahrungsflaschen. Och nö. Och, was ist das denn für ein Idiot? Ach, das finde ich jetzt aber nicht schön. Komm, lass noch eine Map spielen. T/HG Vote. Das wird eine lange Runde. Aber ich denke mal, das macht jetzt nichts aus, wenn es jetzt eine etwas längere Runde ist. Ich kann ja mal schreiben, dass ich Aufnahmen. Dass ich eine Aufnahme im AS geht los, okay. Vielleicht dachte ich, dann kommen ein paar mehr. Ist ja manchmal so. 2, 1, los geht's. Ah, hier ist sogar ein YouTube-VIP. Okay, okay. Nein, da war ein Schwert drin. Da, Schwert. Okay, Bogen immerhin. Immerhin ein Bogen. Okay, das wird eine ewig lange Runde. Da ist auf jeden Fall eine Truhe drin, die kenne ich. Okay, ist sehr gut. Schwert. Diesmal nicht so arg schlecht ausgerüstet. Okay. Dann gucken wir mal weiter, was hier noch sonst so abgeht. Oh Gott, da. Komm, ich gehe mit ins Gemetzel rein. Hey, ich will jetzt Risiko spielen. Risiko. Zack, Treffer, Treffer, Treffer. So muss das. Jetzt habe ich gleich mein nächstes Opfer gesehen. Da oben ist es. Ach komm, die mache ich fertig. Na komm. Tschüss, macht einen Appen, lol. Und du auch. Zack. Zack. Nein. Mann, jetzt läuft er weg. Du hast eh keine Chance mehr. Nein! Oh Mann! Hätte ich doch lieber mit dem Schwert drauf gehen sollen. Ach komm, hätte ich vor. Lol. Was bist du denn für ein Schisser?
Da, du gehst gleich down. LOL! Scheiße, nein, der hat den Dia-Harnisch. Na gut, das war jetzt auf jeden Fall eine sehr lange Folge. Und ich hoffe, die Folge hat euch sehr gut gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch und über jeden Kommentar freue ich mich natürlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann sage ich, ciao.